Ja, hallo Leute, hier ist der Whole Life Games mit dem. Jo Leute, was geht ab? Ich bin auch wieder mit dabei. Genau, wie eh und je. Und wir sind wieder bei Ayu dabei mit einem Mega-Houndoom-Team. Ja, ein neues Team ist gestartet und wir hatten jetzt auch wieder eine lange, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt nicht aufgenommen? Eine Woche? 2 Wochen? Zwei Zwei Wochen, Wochen, glaube glaube ich ich. sogar. Weil wir beide faul sind und deswegen. Nein. Ich wollte mal hier nochmal einen Blick auf die Ladder werfen, wie weit wir jetzt quasi zurückgefallen sind. Aber das war taktisch von uns, weil wir so die Serie länger halten können. Genau, genau, Ne? genau. Das war unser Beziehungsweise, Plan. ja. Hätten wir das jetzt direkt in einem Tag gemacht, dann wäre es schon vorbei gewesen. Ja, Und jetzt sind das. wir auch gar nicht mehr auf der Ladder. Oh, da heißt jemand sexy, sexy, sexy. Also, ja, das ist ganz cool. Ja, der muss halt auch eben sagen, wie er ist. Also. Das ist richtig. Okay, also wir brauchen 1351 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben, aber das sehen wir ja gleich nach dem Kampf. 1951. Habe ich mit meinem einen Account sogar schon fast. Aber irgendwie ist es eine andere Geschichte. Okay, also willst du anfangen, so? Ja, dann suchen wir einfach mal nach dem Kampf und kann ich mal das Mega-Houndoom-Team zeigen. Ja, Oh wir sind Gott. jetzt natürlich schon sehr geschwächt, weil wir leider kein Hurricane mehr im Team haben. Also, das war nämlich der Move überhaupt. Ja, das ist unser Savior. Oh Gott, und gucken wir uns mal sein Team an. Nach einem Nasty Plot stirbt alles, aber das ist ganz normal. Er ist vermutlich Vahl Sharl Mortress. Von Vahl Sharl Mortress überlebe ich sogar einen Hurricane. Das heißt, theoretisch bei Ja. plus 2, wenn Sharpedo weg ist. Der Sharpedo ist aber gefährlich. Jawohl. Ja, doch, 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 Sharpedo ist Ja, gefährlich. ich habe Beyblade und Horse dabei, also. Ja, gut, das ist. Ja, Beyblade Bedrohung raus und immer gut, immer gut. Hast du Dafür schon. sind die da drin, weil ich Angst habe. Was habe ich? Hast du schon ausgewählt? Nee, ich überlege gerade noch, womit wir leaden sollten. So. Also, ich würde ja fast sagen, mit. Alter, das Kobalion. ist gefährlich. Meinst du, ja. Ja. Hello, Cradily. Boah, Cradily ist so ein Pokémon, das kann ich gar nicht, aber das nervt auch durch seine pure Präsenz einfach nur. Ja. Es ist wirklich nervig. Ich habe das auch damals schon gegen Troy gehasst, aber ist ja auch jetzt egal, ne? Ja, jetzt kann ich, glaube ich, frei mein schönes Houndoom rausbringen. Ja, weil Cofagrius getauntet ist richtig, ja, useless eigentlich. Was? Nein, was Oh, tust du? Predictions! Ich mach's noch nicht viel Schaden, okay. Okay. Cookie oder Heavy Runner? Ich glaube, Heavy das hat Run. mir ein bisschen zu wenig Schaden gemacht, aber ja, komm, Heavy Ich Runner. würde Heavy Run nehmen. Was predicten die Könntest du jetzt jetzt? predicten, dass er rausgeht und auf Dragontail gehen? Weil er wird, ich denke mal, dass er U-turnen wird, oder? Ja. Oh. Toxic! Oh, What? deswegen war er auch so bulky. Wow. Nein! Jetzt scoren wir. Ja, würde ich auch sagen. Oder er geht jetzt raus und wollte. Was? Okay. Ich hab das Gefühl, der Gegner hat keine Lust. Das ist einfach Toxic Non-Item Moltres, ganz Standard. No Rest? item? Was? So viel zu no item. Okay. Ja, man sieht so die komischen Sachen. Wir haben doch schon mal irgendwas Komisches gesehen auf dem Road to the Top, oder nicht? Ja, Irgendwie, wir was haben war da? alles war ganz komisch. Da war ein komisches Abomasnow bei, meine ich. Irgendwas war mit dem. Keine Ahnung, ich glaube, Belly sollte ein guter Wechsel sein. Falls es einschläfert, dann ist das halt eben so. Ja, oder Cookie, weil da. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin Fireblaster drauf, ne? Cookie. Cookie, ja, klar. Ja, und das sollte Cookie. definitiv Cookie, das ausreichen. Houndoom. Fireblast drauf. Ich glaube, die Staffrocks brauchen wir jetzt. Weil, ja, Ja. Moltres ist tot. Aber der Crit Knockoff war nervig. Ja, der war jetzt nicht wirklich. Ja, notwendig. Aber dieses Knock-off them all, das ist irgendwie. Boah, du musst echt auf jeden Pokémon aufpassen, was. Guck, guck, wir spielen hier ohne Items. Ich mache jetzt einfach mal Wish und dann nachher Aromatherapy. Oh, süß. Alter, ugly, the bulk is real. Yep, ugly übrigens, weil, ja. Ja, Muss ich das wobei, mal wenn er jetzt erklären? nicht bittet, überlebst du eh noch die nächste Sludge Bomb, also. Ja, eben. Aber er kann critten. Ich meine, er ist ein Hausmeister, ne? Na, aber dann nicht. Oh, macht sogar weniger Schaden. Okay, aber Tangrowth ist auch so ein Pokémon. Alter, mir fällt gerade so auf, der hat drei richtig nervige Pokémon. Mit Cofagrius. Wir haben aber auch richtig nervige Pokémon. Ja, okay, also für mich nervig aus unserem Team sind Beyblade, Belly und Cobalion. Das Belly! sind so meine, so, die ich nicht mag. Also, Ah, wenn sie Wapp! gegen die sind. Alter! Wie viel hat das jetzt recovered? 70%? Ungefähr, Boah. ja.
Ich wollte das Ding einfach nur hochhellen. Was er machen möchte, vielleicht mich top. Er kann mir auch nichts machen. Er könnte dich sieden. Er könnte er. Oh. Er kann es aber auch sein lassen. Aber jetzt kommt die, da bin ich mir sicher. Ich bin mir absolut sicher, dass die jetzt kommen. Mal gucken. Toxic. Okay, der Toxic hätte ich an deiner Stelle irgendwie nicht gemacht, weil er hat doch eben die Aromatherapie schon gesehen, oder? Ja, aber egal. Was habe ich gedruckt? Ich habe. Ist ja sein Ding, ne? Ist ja sein Ding. Ich möchte eigentlich Beyblade rein und Rapid Spin direkt. Und das Ding auch vergiften. Machen wir das mal. So. Schön, kein Angriff, kein Spezialangriff. Oh, süß. Oh. Also, eigentlich, Willi ist doch eigentlich nicht so der Angreifer. Ich weiß nicht, warum er. Hat er die Leech Seeds vielleicht nicht drauf? Aber nee, oder? Nein, Moltres! Ja, anscheinend hat er kein Leech Seed. Ich weiß gar nicht, lernt. Warte mal. / learn Credilly Dilly Leech Seed. Hä, was? Irgendwie, du kannst irgendwie / learn oder. Warte mal. Sag dir mir, wie ich das benutzen kann, wenn ich. / learn. / learn. Credilly. Ah, genau. Credilly Leech Seed. Ah, kann es nicht. Gut. Echt nicht? Nee. Aber jetzt weiß ich. Hä? Habe ich das noch. Hm? Habe ich immer mal davon geträumt, dass ich Leech Seed von dem Ding abbekommen habe? Ja. Oh, ein getoxigtes Cockfabriges. Perfekt. Ja, weil ich denke mal, also ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Nee. Er kann keine Aromatherapie im Team haben. Und wenn Walls eigentlich toxiniert sind, dann sind die relativ, ja. Komm, ja. Ich verbrenne mich. Entkräft. Yes! Okay, ich würde sagen, jetzt ist der Sweep. Nein, er hat immer noch Sharpedo, aber. Ja, das ist mir gerade auch noch aufgefallen. Aber Fire Blast. Aber so, ja, generell, also wenn er jetzt, sage ich mal, da rein switcht, das Sharpedo nimmt auf jeden Fall heftigen Schaden. Das stirbt auf jeden Fall, falls er es reinmixen will, aber. Ja, goodbye. Aber er wird jetzt eigentlich Sharpedo reinholen, von daher bringt dir das Flashfire jetzt leider nichts mehr. Ja. Weil ich vermute mal, dass du rausgehen willst. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Nee. Oh! Esgraf auf jeden Fall. Ach stimmt, ja gut, das kann auch sein. Hey, Beyblade. Ich hatte auch mal ein Gescarftes und das geht eigentlich richtig gut. Oh, shit. Lol. Der hat hochgepokert. Der gut, hat... Ich denke mal, Close Combat wird trotzdem wehtun. Ich werde es mal toxiken. Wegen dem Defense Drop. Nein. Aber wir haben immer noch Ugly und Ugly ist. Ugly ist. Ist auf jeden Fall gut gegen Chompers. Kann man nichts falsch machen. Aber mit einem Close Combat, das reicht nicht, ne? Close Combat gegen den? Nee, weil der hält ja physisch relativ viel aus. Jo. Oh nein! Nein! Jetzt ruckzucki, passt du drauf, ne? Ja, ich hab. Na, ich hätte direkt. Obwohl, hätte uns auch nichts gebracht. Oder du könntest jetzt auch. Ja, du könntest entweder jetzt Ugly, weil Beyblade, weiß nicht, den Bedroher auf Sharpedo vielleicht noch rausbringen. Ich würde Beyblade noch behalten. Vielleicht auf Horse jetzt gehen oder auf Ugly. Ich überlege mal. Gucken wir mal. Ich brauche nicht mehr. Also. Der Bedroher wäre super schön. Ja. Böse. Brauche ich Belly noch? Belly. Bist du denn? Nein. Ja, eigentlich nicht mehr. Belly, du kannst sterben. Goodbye. Vielleicht überlebt sie an Fire. Nein. Das halte ich mir sehr unwahrscheinlich. Ja. Ich kann doch noch hoffen. Ja, das ist richtig. Und du könntest jetzt entweder Beyblade oder mit einem weiteren Bedroher überleben wir es. Nee. Überlebt Ugly ein. Ja, natürlich. Okay. Los, Ugly. Auf die Rocks habe ich nicht mit einkalkuliert. Nee, Spaß. Ah ja, als hättest du das... Oh nein! Egal. Ja. Also, ich für meinen Teil misse mit Head Smash fast immer. Ja. Aber das tröstet dich jetzt nicht wirklich, oder? Nein. er wird nicht Sharpedo ran... Obwohl, er könnte Sharpedo. Ja, du könntest Sharpedo rein, weil dann könntest du zur Not eventuell noch spinnen.
falls er jetzt, sag ich mal, für was anderes geht, weil Beyblade braucht... Ich brauche die Intimidate noch, das heißt, ich werde mit, ich werde ihmchen hier. Ja, und jetzt einfach ganz trocken einen Fireblast, oder? Ja. Ganz trocken, weil egal, was er macht, es wird auf jeden Fall wehtun. Jo. Wenn es denn trifft, ne, weil Fireblast ist ja auch so eine Attacke, die sich gut und gerne mal denkt, ne. Oh oh. Oh oh, das Nein. war weniger als ich dachte. Bitter Protect, Bitter Protect, Bitter Protect, Bitter Protect. Nein! Ja, wobei... Ich glaube, der Protected... Flinch. Der Protected. Der ist kein Protect. Oh. Das hat das doch gerade schon gemacht. Oder er wieder hochgepokert. Der Typ, der weiß, wie man... Zockt. Das kann natürlich auch sein. Aber doch, ich würde... Meinst du Dark Pulse? Dark Pulse und hoffen, dass ich ihn flinche, dass er sich nicht recovern kann. Nein! Ja, okay, dann jetzt nochmal Fireblast und alles raushauen, ne? Ja, okay. Crit. Und Burn. Oh Gott, der Nein. Schaden. Aber gut, war auf jeden Fall guter Schaden. Ja. Alter, ich weiß schon, warum ich Credily hasse. Also, ich sehe das nicht. Ja, das Problem nachher wird jetzt Tangrowth sein, weil wir haben da nichts mehr gegen. Aber... Ja, vor allem dann noch mit den Seeds und so, aber Ironhead sollte trotzdem... Oder erstmal taunten, oder? Ich will jetzt erstmal Ironhead, weil er kann mir eh nichts machen. Ja, wird jetzt vermutlich Tangrowth, aber ja gut. Flinch! Yes! Tja. Weil, was will er machen? Recover geht nicht. Ich habe seine anderen Moves alle vergessen, aber Recover geht nicht. Natürlich hat er seine anderen Moves alle vergessen. Recover geht nicht. Ach, was laber ich da? Toxic geht nicht. Okay, gut. Was hat er vor? Er könnte, ich würde Taunt machen, hundertprozentig, weil sonst kommen die Seeds und das ist einfach... Hat er HP Fire? Earthquake. Okay, Mist. Du könntest ihn aber eventuell totflinchen. Das wollen wir hoffen. Flinch! Oh. Nein! Das ist übrigens gerade sehr dumm, was wir machen, denn Shadido wird uns jetzt gleich sweepen. Wir haben aber generell verloren, weil wir nichts mehr gegen Tangrowth haben, also, ja. Du könntest aber... Nee, scheiße. Weil das Erdbeben zieht einfach zu viel ab von dem Ding. Mann, drei Pokémon, die einfach durch Präsenz schon kacke sind. Ich versuche was, ich glaube, das wird nicht hinhauen, aber hey, man kann versuchen. Ja, durch den Bedroher, der macht das natürlich ein bisschen was aus. Oh. Das war auch nicht mein Plan. Ich hoffe jetzt einfach, dass er nochmal Earthquaken wird. Wohl, na. Ich glaube, wir verlieren eh durch Schlepido. Willst du ihn toxinieren oder was? Nee. Ah. Hey, nein, ich möchte eigentlich gucken, ob ich mit Slowking jetzt einen Angriff überlebe. Und ich den Fireblaster. Ach du, ach ja, stimmt ja, der kann ja... Locker! Nein. Locker! Nein! Burn! Alter, das alter Tangrowth, Mann! Oh Mist. Oh Gott! Oh! Oh! Oh Scheiße, das wird noch... Nee, Mann! Wenn wir jetzt... Also wir kriegen gleich noch eine Runde Leftovers, dann haben wir vielleicht eine Chance, Alter, den Angriff von Sharpedo zu überleben. Oh aber Gott, das ist jetzt sehr knapp. Oh Gott, aber... Oh, scheiße. Wir haben viel KP-Investment. Wenn du jetzt nicht Hydro Pump bist, komm, bitte, Kobalion. Do it. Wir kriegen jetzt noch ein bisschen Lefties. Ja, komm. Oh, wenn wir jetzt mit 6% überleben, ne? Oh, komm. Close Combat reicht auf jeden Fall. Komm. Yes! Oh Mann. Alter, wäre das mega Sharpedo, dann wär's das aber gewesen, ne? Nee, weil Life of Sharpedo mit Waterfall mehr Schaden macht als mega Sharpedo. Ach so, ja, okay. Boah, war das knapp. Aber hätte es mit Crunch mehr Schaden gemacht? Was? Hätte es mit Crunch mehr Schaden gemacht? Ich hab doch die Resistenz zu. Ja, ich weiß, aber mit Strong Draw und so weiter, dann wäre das ja wieder. Kurz die Replay gespeichert. So, gut, dann nächster Kampf. Das sieht etwas anders aus. Alter, das Team, also ich weiß nicht, wenn ich so das Gegnerteam sehe, dann denke ich mir so, jo, das gewinne ich easy. Also ich denke mal, der wird mit Dingens leaden, mit Shadrago. Ich weiß gar nicht, wie so Rang steht. Ja, genau. Du könntest mit Agni leaden, du musst nur aufpassen, manche davon haben Gangshot. Ich könnte aber auch mit Belly leaden. Ja, genau. Belly, Stealth Rocks, Toxic, Stealth Rocks. Ich werde mal mit Belly versuchen. Oh! Und Quillfish, da kannst du nicht aufkicken, weil du Intimidate vorhanden bist. Ja, aber ich könnte erstmal die Rocks rausbringen, weil Quillfish, ich weiß es nicht, wie man spielt, aber der kann doch eigentlich nichts gegen mich machen.
Können wir nachher noch spinnen. Gegen das Quillfisch. Was? Können wir nachher noch spinnen, wenn er Quillfisch draußen hat, also. Gut, Stealth Rocks. Okay, er könnte auch die Toxic Spikes bringen, aber die. Aber dafür haben wir ja Aroma Therapy auf unserem Agni. Ja, stimmt. Und wir haben auch noch Rapid Spin dann. Ah, aber kein Gift-Pokémon. Und ja, ich hab schon gedrückt, ne? Also, der junge Mann da drüben, Bro, braucht ein bisschen länger. Mr. Bro. Achso, Belly ist übrigens eine Anlehnung aus dem letzten Part, weil wir da alle Pokémon mit Y am Ende genannt haben. Genau. Und Ugly. Nein! Okay, der will den Earthquake. Aber wir haben bedroht. Warum bedroht Baldorfisch mich, Mann? Weil du Angst vor ihm hast. Was ja, ich verstehe noch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Theoretisch okay, nein, hätten wir nicht mehr. Okay. Ja. Nein! Oh, nein, das ist doch jetzt richtig. Thunderwave. Okay, ich werde rauswurz switchen oder. Ja. Komm, der ist mich jetzt hier die ganze Zeit am wegpredikten. Das muss war jetzt sein. Aber blöd, das. Ich habe ja, jetzt ich Angst hab... schon wegen dem. Wie heißt du? Zengus. Aber mal gucken. Ist das so gefährlich? Ja, weil Horse war schneller und das wäre alles gut gewesen, aber. Naja. Okay, gut, was killt das Ding jetzt? Bin ich mit Houndoom schneller als Quillfish? Ja, auf jeden Fall. Reicht, nein, warte. Reicht ein Dark Pool? Muss nicht sein, nein. Warte mal, warum 2, 4, 8? Warte mal, bist du Modest? Weil das wäre nämlich geil mit dem Dark. Warte Pool. Mal, was ist denn mit den EVs bei dir passiert? Warum Wieso? Bist du 2, 4, 8? Speed. Wieso, wie viel Speed? Ich hab genauso wie du. Warte mal. Ich hab da doch nichts verändert. Bei mir sagt er, du hast 248 Geschwindigkeitspunkte. Ja, bei mir sagt er das auch. Guck mal kurz im Teambuilder, ob du auch Max Speed hast. Weil das kann eigentlich gar nicht sein. Du musst theoretisch schneller sein. Hey, wir fehlen EVs. Ey! Nein! Okay. Ja, Belly kommt rein. Die Speed-EVs gefehlt. Scheiße, mal. Ist das bei den anderen auch so? Nee. Alter! Nur bei Houndoom fehlt mir Speed. Wieso fehlt mir der Speed? Der ist wichtig wegen dem Zengus. Aber gut, ja. Wir holen mal Belly rein, damit wir das Ding einfach earthquaken können. Okay. Ja, ne, wenn sich gerade welche wundern, was hier passiert ist, dass sich hier was bewegt hat, ohne dass ich was gemacht habe. Ja. Ich drücke einfach mal gerade ein bisschen durch. Der wird taunten, vermute ich jetzt mal. Mhm. Wobei, ich. Nee, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Ich denke mal eher, der wird switchen. Mann! Oh. Alter, Earthquake. Hast du das, ey? Egal, aber der. Wird der Earthquake reichen? Ich vermute Nein, mal. Nein, natürlich nicht. Der ist defensiv. Aber. Ja. Oh, macht aber mehr Schaden, als ich gedacht habe. Jetzt kannst du versuchen, die Rocks rauszuholen. Boah, wenn der jetzt tauntet, ne? Alter Schwede. Ah, gut. Rote Mau. Toxic? Ich weiß nicht, was er machen will. Ja, ich will auch Toxicen jetzt, weil eigentlich... Mach einfach. Eigentlich Wall Switch, ja gut, ne? Blättersturm, nee. Du bist spezialdefensiv, also... Ja, also eigentlich kann der nix. Also Igelsam kann das Ding nicht, ne? Nee. Nur Leaf Storm ist der einzige Grasmove bis auf Kraftselbe Pflanze, aber... naja. Das ja, gut, er weiß wahrscheinlich selber nicht, was er da gemacht hat. Hat vielleicht auf den Switch gehofft oder so? Er hat predicted, dass wir in... Ich weiß es nicht. Irgendwas Slow wechseln. Gehen. Nee, ja. Nicht in Slow, doch in... Hast du die EVs jetzt eigentlich gefixt? Ja, okay, ja, das war ich, auch... Okay, das ist ja dich. Nein! Ah. Das ist so, er hat auch nur 90% Genauigkeit. Das kann da gut und gerne mal daneben gehen. Aber nicht jetzt. Nee, das sollte nicht sein. Nein, der wird jetzt... Jetzt kommt wieder der Wechsel in Quillfisch. Nein, Voltwechsel und dann in Quillfisch. Der wechselt nicht. Doch, der Volt wechselt jetzt und dann in Quillfisch. Ja, okay. Aber das können wir auch nicht abfangen. Ja, aber... Das ja, ist super nervig. Das ist aber ich kann doch nicht für Toxic bleiben, ich muss ja rausgehen. Ja. Ich könnte eigentlich in Slowking gehen, weil das ist eine Special Defense Ball, das wird nicht viel machen. Du möchtest Slowking ändern, Rotom Mau wechseln, hast du dir das richtig überlegt? Ja, das sind die Predicts. Nee. Er möchte jetzt, er wird jetzt auf jeden Fall Volt wechseln, also. Ja, aber was wollen die anderen denn machen? Keine Ahnung. Ja, okay.
Oder soll ich Agni reinholen? Du kannst einfach nochmal Toxiken, dann krieg ich Quillfish vielleicht einen freien Wechsel, aber danach holst du Agni vielleicht rein in das Quillfish und Aromatherapies, weil wir brauchen den Speed auf jeden Fall auf Kobalion nachher, wegen dem Zengus. Also das ist auf jeden Fall, das sind gerade irgendwie komische Kämpfe, weil sonst haben wir ungefähr bei dem 20 Minuten Austausch, was wir jetzt gerade haben, sind wir schon gerade beim dritten Kampf. Jetzt sind wir gerade beim zweiten Kampf, also ich glaube, der Part wird ein bisschen länger, aber ist ja egal. Ja, okay, das Team, was wir hier gewählt haben, ist aber auch etwas bulkier, das muss man sagen. Ja, und wechseln den Quillfish, war obvious. Obwohl, ja, wir müssen noch nicht mal in den Ugly, wir können auch... Können auch, ja, ich möchte halt einfach, dass wir die Aromatherapy wegbekommen. Losbekommen. Ja, ich werde... Ich kann doch eigentlich auch für Beyblade gehen. Ach, nee, Close Combat wird nicht reichen. Ah, das ist... Ich muss für Slowking gehen eigentlich. Ja, warum Slowking? Ja, was soll ich denn? Ich meine, Horse könnte ich auch machen, ja. Ich könnte Votes, das mache ich jetzt auch. Okay. Ja, warum nicht? Ja, das ist... Ja, ja, das war ganz gut. Paraflinching, Quillfish. Nein. Volt Switch. Also eigentlich sollte der Volt Switch jetzt ausreichen, wenn er nicht rausgeht. Und selbst wenn er rausgeht, dann haben wir immer noch die Switch-Initiative. Genau. Also eigentlich ist das gut, egal was wir machen. Egal was er macht. Es sei denn, wir kriegen die Full-Para. Oh, nee. Oh, bitte nicht. Bitte, bitte. Ah, gut. Ja. Ich würde es riskieren, dass er keinen Gangshot hat, denn ich möchte die Aromatherapy eigentlich haben. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Oh, und die Spikes, die nerven, aber es ist manuell egal. Oh, sehr yes, gut. Sehr er gut. Hat es nicht, okay. Okay, das Ding hält physisch noch weniger aus als Tohaido. Genau, er kann dir auch nichts machen, das heißt, du kannst einfach mal... Also, er wird jetzt Rapid Spinnen. Ich könnte auch Wish machen und dann... Er wird Rapid Spinnen, ja gut. Dann Wish in der Moonblasten vielleicht. Wishen und dann auf Horse. Oder du könntest auch ein Beyblade und dann selber spinnen, aber... Na, ich sag mal, so die Spikes sind jetzt nicht so schlimm, ne? Ja, dann würde er auch direkt Quillfish reinholen, also, ja. Ich hab erstmal Wish gemacht und geh gleich einfach auf Horse, weil Horse brauchen wir auf jeden Fall. Also wäre gut, wenn es wieder Full Life wäre und so. Dude. Ach ja, dieser gute Full Life Horse. Ja. Also mal sind wir dann auch quasi den Spikes umgangen, es sei denn, er haut gleich einen Ultra-Move raus, der Horse komplett ausknockt. HP, Specs. Also er hat quasi das neue Item Choice Twice, jo. Oh, hat er tatsächlich. Wir sehen. Warte mal, wie schnell ist das Ding? Du bist schneller, Ironhead. Ich bin auf jeden Fall schneller als Ding Ironhead? Ja. Jo. Oh. Na, der hat 105, du hast 108. Okay, die sollten das mit zwei Moves ausnutzen. Jetzt Volt wechseln. Ja, genau, stimmt. Den haben wir auch noch, gut. Und dann sind wir endlich dieses Quill... Bitte lass das Quillfish drinne. Ja, bitte. Boah, das ist auch so ein Pokémon. Ich merke gerade, in Rare Use befinden sich viele Pokémon, die ich eigentlich meide, sag ich mal. Okay. Dann hast du dir ein Supertier ausgesucht, ja, um in die Top 100 zu kommen. Das finde ich auch. Aber das ist einfach, ich glaube, das ist nur die Anfangszeit so, weil ich meine, im Overuse gibt es auch so Rotom Wash, Heatran, Mega Visafloor, ne, die gibt's ja auch, ne? Ja. Es gibt jetzt auch was Schönes namens Mega Sableye, das ist auch klasse. Was hat das eigentlich nochmal für eine Charakteristik? Hat das auch Prankster? Nee, das hat Magic Bounce und das macht eigentlich Scheiße. Größten Anti-Hazard-Pokémon überhaupt. Also wenn ich einmal damit konfrontiert werde, dann ja, dann muss ich mir nur ein DS zulegen. Musst du heulen. Ich könnte eigentlich in Cookie reingehen, oder? Ja, weil, dann wird er Zengus reinholen. Weil ich könnte... Ja, und dann könntest du ein Beyblade, ja, und... Ja, eben, das könnte ich dann... Boah, jetzt mache ich die Overpredictions. Und er holt jetzt einfach Drudigon rein. Aber wir könnten ein Erdbeben überleben. Oder er holt Rotom Mau rein. Deswegen auch immer er das tun sollte. Aber er könnte es tun. Ja, das könnte er machen. Er könnte auch Flareon reinholen und einfach Superpowern. Ja, oder hoffen, dass wir nur Feuermoves drauf haben. Aber wenn er Flareon reinholt, dann kannst du Slowking reinholen. Ich glaube, Flareon hat sogar den stärksten Flammenblitz im Spiel, oder? Nein, da Manitin. Was hat der Manitin denn für einen Base-Angriff? Warte mal. 125, ne, 145 hat er, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht gerade schlecht. Also ich weiß, Flareon hat 130. Cheer Force, 140er Base-Angriff. Ach, Cheer Force hat das nicht? Okay, ich will nichts gesagt haben. Ja, willst du wirklich nicht. Kannst es einfach mal scrollen, denke ich. Ja.
Wird sie fragen, was ist mit den Leuten, warum tippen die da den Manager? Nein. Und wir haben Regenerator, alles ist okay. Na, das heißt, alles ist okay, wir haben immer noch die Spikes, von daher bringt uns der Generator nicht so viel. Doch, weil Regenerator wirkt, bevor du. Ja, ich weiß, aber fehlen uns wieder 12% und wir würden dann durch Regenerator nur 18% wiederkriegen. Ja, aber dann haben wir schon wieder über 30. Ja, du musst halt einfach nur ein paar Mal reinkommen. Ach genau, wir switchen vielleicht die ganze Zeit hin und her und machen nebenbei noch ein paar Bedroher. Das ist gut. Ja, genau. Also Beyblade. Er wird zwar erst dienen, aber okay, dann sollten wir trotzdem noch einen Angriff überleben. Und dann können wir noch einen Close-Kopf. Eine Fassade. Oh Gott. Aber zur Not haben wir immer noch Horse. Ja, wobei, überleben wir eine Fassade nach einem Schwertanz, also mit 1,5 Angriff? Ich weiß es nicht, ob man plus 1, ich kann es mal kälten. Kann's mich, ich weiß, nee, nicht Fassade von Montop, Zengus, bei plus 2, ja, wir haben eine gute Chance, das nicht zu überleben. Plus 1? Ja, eine sehr gute Chance. Er hat Nightslash gemacht. Was? Wen hatte ich da? Okay, du kannst spinnen. Ja, sollte ich? Nee, Mann, nicht. Ja, ich wollte jetzt auch nicht schwer tanzen. Das juckt ihn auch nicht, dass der. Warum bleibt der da drin? Ach, scheiße. Ja, warte. Ich kann eigentlich. Nee, wir brauchen den Bedroher nochmal. Weswegen? Wir haben Horse. Horse ist schneller, Horse macht das. Also soll ich einfach drauf scheißen und sterben? Ich glaube schon, was soll man sonst machen? Cricket. Ich hab das jetzt überlebt, ne? Aber das ist okay, ne? Nee, das war Horse. Horse! Das ist jetzt auch. Wenn du jetzt ganz gut bist, kannst du Volt wechseln. Nee, ich spiel safe, das ist nicht. Jetzt kommt Dragon nämlich rein, aber du kannst mal Klaus commenten. Wobei, was will er machen? Er will rausgehen, weil. Doch, der will. Ich mach für Volt, weil jetzt kann er wirklich nichts machen. Weil Fassade wird, ich sag mal, jetzt nicht so wenig abziehen, aber wird auch nicht viel abziehen. Night Slash auch nicht, Ruckzuckieb auch nicht und ja, eigentlich, wenn da nicht die HP Fight drauf ist. Aber er hat auch Quick Attack eingesetzt. Ja. Ja, ist, oh Mann, ja. Was ist denn mit dem? Er wird Close Combat, das heißt, du könntest den Ugly wechseln und dann sterben. Obwohl, nein, du stirbst noch nicht mal, weil er ja minus Angriff ist. Ja, ich werde mal erstmal Ugly reinholen. Ich meine, wir sind gar nicht so. Oh! Das ist sehr gut. Jetzt könnten wir auch wishen. Protecten, weil er durch Toxic. Stirbt er durch Toxic jetzt? Ich weiß nicht, 90%. Ich weiß nicht genau, wie sich das da addiert. Oder sollte ich wishen und eventuell. Überlebst du überhaupt? Ist die Frage. Aromatis, wir sind spezialdefensiv. Ach, wir überleben dann locker. Ich mache einfach mal Protect, weil er muss. Wait. Das ist ich hab Protect. Richtig. Er hat nur du 3. Du überlebst sogar. Ja, ich werde Wish machen. Ja, genau, Wish. Mit dem Bedroher war das fast klar. Mhm. Wer hat die stärkste Fassade im Spiel? Ist das er oder ist das Schwalbus? Der hat auf jeden Fall eine stärkere Fassade als Schwalbus. Alles klar. Okay, ich könnte jetzt entweder. Nee, ich brauche einen Agli eigentlich nicht so. Wobei. Wegen Dragon. Ja, eben. Der erscheint kein Gast. Ich brauche nicht so, aber. Ja. Ihr könnt jetzt auch nicht mehr tricken, weil unser Bronzong getrickt ist. Ja, oder er gibt uns halt das Item zurück. Ja, okay. Das könnte er tun. Protecten, auf jeden Fall. Ja. Weil er uns killen kann sonst mit dem Leafstorm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich gehe jetzt auch gleich raus gegen Rotom. Ja. Muss noch nicht mal, weil wir jetzt eigentlich gewinnen, weil wir jeden Angriff aushalten können. Wishen, Protecten, Moonblasten, weil er uns nicht killen kann. Einfach mal wischen. Wir sind spezialdefensiv, wir können das locker aushalten. Ach ja, wir sind ja speziell. Ja, ich habe das Ding irgendwie immer physisch defensiv im Kopf. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte es auch physisch defensiv machen, aber ja, es laufen so tolle Sachen wie. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich spezialdefensiv gemacht habe. Ja, stimmt, wie so, Cookie rum. Ach so. Und ja, ich weiß nicht, wird das Ding sonst physisch gespielt? Weil ich habe es irgendwie immer physisch defensiv gemacht. Ich kenne es auch eigentlich nur physisch defensiv, aber ich spiele auch nicht so viel Ayu. Aber gut, Wishen einfach mal. Ah, er braucht aber seine Zeit, okay. Ja, genau. Ja. Braucht ein bisschen länger. Vielleicht sitzen die auch gerade mit 5 Leuten hinterm PC und beraten sich dann. Ja, die sind. Oh Gott. Oh. Nee, komm.
Aromatherapy oder. Ja, auf jeden Fall. Ich hab. Nee, mit Paralyse. Also, Paralyse ist wirklich mein absoluter Hassstatusveränderung. Kann ich überhaupt nicht ab. Die haben sich vermutlich gerade zu 10 ins System gehackt, damit die jetzt die Paare bekommen. Sag mal, ist das gerade eigentlich immer noch der zweite Kampf? Ja. Das Team hier ist aus Bulky, also erwarte das. Oh, Scheiße, das ist erst der zweite Kampf. Ja. Alter Schwede, ey. Aber gut, man muss auch dazu sagen, der Gegner braucht ein bisschen länger, ne? Wie lange hat der erste denn gebraucht? Das waren 44 Runden. Hm. Aber war aber auch sehr knapp. Das war mehr als sehr knapp, ne? Ich hab gedacht, wir hätten verloren, aber haben wir nicht. Der Kampf hier, boah! Der macht mich ja aggressiv, ey! Aber der braucht ein bisschen länger. Wird er ein bisschen schneller klicken, dann wäre das ja. Ich meine, guck mal, die letzten drei Runden hat er wie immer 30 Sekunden gebraucht. Da ist schon eine Minute. Boah! Oh. Nein, ich muss das wegkriegen. Ich bleib jetzt auch ganz konsequent drin, weil was will er machen? Der greift doch speziell an, oder? Ja. Ja, dann kann er uns eigentlich nicht viel machen. Der hat schon nicht Choice Bandit. Choice Bandit Earthquake. Ungefähr. Avalanche. Oh, der war wichtig. Oh, der war wichtig. Okay. Okay, das Ding hält speziell schon ein bisschen mehr aus. Doom vielleicht? Ich mach den hier. Pass auf. Freeze! Hä? Oh, instant. Okay, gut. Sehr gut, wenn nichts gesagt haben. Jetzt in Haum Doom, Mega-Entwicklung und einfach Fire Blast Spam, oder? Nee. Was hast du vor? Schlag ihn jetzt. Wow! Wie kann das denn sein? Doppelfreeze. Nee, was? Das ist doch 10%. Iron Head einfach mal. Und laut dann Adam Riese, dieses, ich glaube, eine Chance von 1 zu 100 mit 2 Eistrahlen in Folge zu freezen, oder? 1 zu 100 ist, ich weiß nicht. Doch, kann ich glaub, sein, ja. Zehntel mal ein Zehntel, ja. Cool. Das ist richtig cool, Bro. Dein Iron Head, du forst out und dann wirst du wieder eingefroren. Nee, ich geh in Cookie und Sweep da jetzt durch, oder? Ich meine eigentlich, was will Cookie. Der machen? Nein! Stimmt, da war ja was. Ja, war ja was. Mega-Entwicklung, Protect. Ja. Du bist langsamer. Ja, was? Das Ding ist schnell. Du bist auch langsamer nach der Mega-Entwicklung, weil du toll bist. Na super. Das Ding ist doch nicht schnell. Warte, ich klicke uns da mal durch. Ja. Wollte gucken, wie das Speed ist, aber das kriegen wir nicht gebacken. Das heißt, wir müssen in Aromatis. Da wählen wir Aromatherapien, um den fucking Freeze wegzubekommen. Holen Kobalion rein und ja. Okay, also lasse ich Cookie einfach mal sterben. Nein! Einfach direkt in Aromatis. Der kann nichts gegen uns machen. Außer uns nochmal ein. Das wird nicht passen. Ja. Hm. Also wer zweimal hintereinander freest, das habe ich noch nie erlebt. Wer zweimal hintereinander freest, den glaubt jetzt man nicht mehr. Jetzt bittet der auch noch. Gut, jetzt wischen wir dann Aromatherapy in wir und dann okay. Ja. Das hört sich gut an. Okay, der hat auch keinen Bock mehr. Hat er doch den Gang schon? Ich gehe mal für. Hat er nicht. Bist du dir ganz sicher? Nein. Nee, hat er nicht. Und wenn doch, dann misst er damit. Stimmt, genau. Ich werde dem jetzt einfach mal Moonblasten. Ich habe auf Aromatherapy gedrückt. Mal gucken, was durchkommt. Oh shit, ich sehe jetzt gerade was. Und bitte sag mir, dass bei Ugly diese dunklen Stellen am Rücken, sag mir bitte, dass das nicht die Arschbacken sind. Das sah mir nämlich gerade extrem danach aus. Sag mal, was ist jetzt passiert? Er hat Rocks rausgeholt. So, ich habe Aroma. Ach so, ich habe eigentlich auf Moonblast geklickt. Aber ich irgendwie wurde das nicht erst geklickt. Oh, jetzt Wish, Protect, Moonblast. Er hat endlich. Keinen Punkt mehr. 21 Punkte. 21 Punkte, die waren wichtig. Okay. Ach Gott. Gut, also ne, für den nächsten Part, also wieder hier zwei Kämpfe kommen ja noch. Aber ich würde sagen, im nächsten Part würden wir ein offensiveres Team nehmen. Wollen wir wirklich das jetzt noch durchziehen, zwei Kämpfe? Ja, sonst waren das so zwei Kämpfe, oder? Also okay. Mir ist egal, wir können doch jetzt. Noch ein Kampf, ich habe gesucht. Okay, wir machen einen Kampf, machen wir noch einen Kompromiss. Oh, was finde ich denn hier für Leute? Oh nein. Ja. Der ist sogar ein Shiny Kobalion. Ich habe Angst. Oh, Scott. Landtour, nein. Krippuk. Oh, warte doch, wenn ich es mir angucke. Mega Houndoom kann bei plus 2 eigentlich sweepen. Ja, meinst du, kannst sweepen? Ja, wenn er erst Scarf Morris, können wir los.
werden. Also, das kann funktionieren, ja. Doch. Ah, ich hoffe. Na, das ja, wird wobei, schon. Wobei, doch, das geht, aber... Locker. Ja, Landwurm, ne? Er wird taunten. Ja, er wird taunten, das ist richtig. Aber du könntest ja Earthquake machen, das wird auf jeden Fall gar nicht... Ja, ich drücke auf Earthquake. Oh Mann, jetzt braucht er auch wieder was. Nein. Wenn man sich das so anguckt, dann ist Houndoom echt ziemlich stark im Rally Use. Also eigentlich, was Probleme im Gegnerteam bereiten würde, wäre eigentlich nur Lanturn und Moltres. Sehe ich das richtig? Ja. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie man Skorgler spielt, aber spürt man das mit Erdbeben? Skorgler, ja, aber das stirbt durch plus Fireblast auf jeden Fall. Ah, gut. Natürlich gerne. Okay, das switcht jetzt wahrscheinlich in Skorgler. Okay, oder... Predictions! Natürlich, klar. Hä, das war aber obvious. Für den Fall, dass er jetzt einfach Fireblasten will. Er wird, denke ich mal, Fireblasten, ja. Okay, er hätte auch U-Turnen können. Er ist aber Scarf. Das sehe ich an dem Schaden. Das heißt, er wird wohl rauswechseln. Und das hast du jetzt bestimmt predicted, ne? Ich bin ein guter Mann. Du könntest jetzt Dragon Tail rein theoretisch oder aber rausgehen, weil der World Switch, falls er den macht oder Donnerblitz oder wie auch immer. Sehr offensichtlich ist, genau. Ich wechsle einfach in mein Ugly. Kriege nämlich schon wieder Regenerator. Ach genau, boah, den vergesse ich jedes Mal, ne? Tja. Und bei den Gegnern denke ich mir immer, warum hat das Lamus jetzt wieder so viel AP? Weil das ist, weil man wird ja öfter mit Lamus konfrontiert als mit Slowking. So ein Skorgler wäre aber schön gewesen. Ich hätte hier Skorgler und Volt wechseln und dann Earthquaken. Das wäre tot, aber... Ja, Skorgler ist generell auch eins dieser Pokémon, die sehr... Oft im AU... Also zumindest sehe ich die ziemlich oft. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich... Ich gerade mal überlege. Er hat gerade schon Moltres und Landform geschwächt. Noch ein bisschen hin und her und die Konter für Mega Houndoom sind schon weg. Yo. Okay, das könnte wirklich ein Sweep werden eigentlich. Wobei, ich denke mal, bei plus 2 Dark Pulse reicht für beide jetzt. Das auf jeden Fall, aber er ist halt eben Scarf Moltres. Obwohl, ich überlebe ohne Roxia und Hurricane. Außer, ich hab's gekalkt, hab mir gedacht, geil, ich überlebe einen Hurricane, dann wurde ich gecrittet. Also, ja. Ja, Hurricane ist so eine Attacke, also ich meine, das wurde ja auch im letzten Part bewiesen, was die Attacke alles zustande bringen kann. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich Mega Tauboss suchten werde. Da habe ich dir auch einen schönen Link zugesendet, was das auch... Ja. Hey, das leben wir locker. Ich weiß nicht, was er vorhat. Oh. Dieser Play, hast du ihn gesehen? Ja, der war hochklasse, war der. Was hat er jetzt vor? Crystal Analytics müsste... Ich hab Angst. Weltmeisterschaft kommen. Was? Ich hab Angst, ich weiß nicht, was er macht. U-turn them all. Was macht der da? Aber kann das sein, dass er auf jedem Pokémon irgendwie so eine Switch-Initiative-Attacke hat? Kann er nicht endlich Kobanion reinwechseln? Ich möchte mich tricken. Oh. Oh. Okay, ja. Das ist eigentlich jetzt ugly, ist... Ja. Ugly. Ja. Ugly and useless. Er wird jetzt Volt wechseln. Na komm. Belly! Übrigens kann er den jetzt nicht mehr scarfen. Das ist natürlich auch... Ja, und er ist jetzt wieder bei 100% unser schönes Belly. Na stimmt. Ja, die Frage ist, was macht der jetzt? Also ich vermute ja mal, er wird das Moltres reintun, ne? Also nur so eine... Oh, okay. Ich möchte ins Pursuit trappen. Ja, aber es wird nicht so viel viel. Danach hole ich meinen Cookie rein. Könntest aber auch die Rocks raushauen, weil wenn er eh... Vergift ihn erstmal, glaube ich, und dann hole ich... Weil wenn er dann... ist das Moltres auf jeden Fall... Rocks rausholen, klar. Rocks ist immer gut, auch so generell, ne? Jo, und jetzt Toxic. Wobei, wird der Pursuit... Boah, ich hasse den Namen, aber würde er Verfolgungstrappen, dann, hätte er das schon gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er Will-O-Wisp einsetzt, obwohl der Switch in Houndoom ziemlich obvious war, aber, naja. Ja, deswegen, dann hätte er... Oh. Ich will nichts gesagt haben, ich weiß nicht, der Typ ist anders, als man spielen sollte. Anders als die anderen. Er ist besonders, braucht man das denn überhaupt?
Nee, ich weiß nicht, wofür brauchen wir das Ding? Ich meine, klar, Ugly brauchen wir theoretisch, aber Ugly haben wir eben noch. Es ist nur Ja, halt sehr nervig, es zu benutzen. aber Ugly haben wir eigentlich auch nicht mehr. So, weißt du, wie ich meine? So. Ich meine, wir können auch eine Aromatherapie rausholen oder einen Wish mal oder so, aber. Ja. Ja, genau. Ach was, aber du kannst ihn jetzt einfach sweepen. Ja gut, ich weiß nicht, Mojo überlebt ja leider die Rocks noch. Ja, und wir müssen halt gucken, dass er mit Gligar nicht deformen kann. Ich muss mal kurz gucken, ob Houndoom, Mega Houndoom. Also der Kelk sagt mir nach Rocks. Ich möchte es nicht reinholen, wenn die Rocks noch liegen. Ja, dann. Ja. Ja. Wie kriegen wir das Spirit Jump jetzt weg? Wir könnten. Beyblade reinholen, Foresight und Klaus Committen. Nicht Klaus Committen, ich möchte Rapid Spin. Oder beides. Yo! Wir können aber Foresight nicht beides ist. gleichzeitig machen. Wir möchten es jetzt auf jeden Fall burn, dann. Ja, aber das ist. Hauptsache die Rocks sind weg, weil die sind blöd. Aber Zur Not, er wir haben wäre. den Hurricane Switch, also passt das alles. Wäre wir So. eigentlich wieder in der Lage, die wieder rauszubringen, wenn wir da nicht schnell was gegen übernehmen und Das unternehmen. passt jetzt einfach. Wir. Oh, warte, ich wollte ja eigentlich kalken. Spirit Tomb, in was ich mich locken muss. Fire Blast hat eine Chance, ihn auszunocken. Dann muss ich Fire Blasten. In was du dich locken musst? Ja. Du Aber musst dich. warte, ich kann jetzt erstmal protecten. Oh, Mist. Und wie viel ist die Base Speed höher vom Mega Houndoom als vom normalen? Einiges. Einiges, okay. Hilft dir, ne? Ja, das ist auf jeden Fall gut, aber gut, 361 Speed. Ja, gut, sind ungefähr 20 Speed mehr als. Flinch. Nein, 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 Jetzt müssen wir gleich spinnen, auf jeden Fall. nein! Ja, also sonst haben wir nicht mehr viel von dem Houndoom. Jo. Ja, Scarf Moaches, also wäre das nicht, dann wäre. Ja, Schicht im Schacht. Oder Schacht im Schicht, wer weiß. Schacht im Schacht, ja. Das kann man auch sagen. Gehst du jetzt raus oder? Ne, das Lantern kannst du eigentlich noch killen, oder? Ich habe eine Obwohl. Chance, also machen wir es einfach. Du hast die Chance, oh, der Zufallswert. Oh Gott, ja, je nachdem, was er für ein Set hat, könnte das. Ah, passt. Tja, ich vertraue dem Zufallswert ganz selten. Meistens meide ich den, aber gut. Hat ja Er in dem Fall möchte geklappt. Pursuiten. Das heißt, Fire Blast voll rein da. Nein! Ich habe gedacht, er wird Pursuiten und. Ja, hätte ich Ah! jetzt auch gedacht. Alter Schwede. Mist, war ich den Tisch schon angegriffen quasi. Na, das ist jetzt nervig. Aber Moment. So, ich bin wieder da. Alles klar, ich habe kurz mit Musik überbrückt. Ja, genau. Das war schon eine super Melodie. Wir könnten Moonblast einfach spammen mit Ugly. Ja, das sollten wir auch tun. Mal gucken, wo es uns das hinführt. Ich glaube, dass wir einfach geironheadet werden. Und dann Kann nie wieder Spiritomb froh das? sind. Nein, Spiritomb kann doch kein Ironhead, oder? Nein, ich meine, Kobalion. Kobalion. Ich frage mich gerade, warte mal, ist er wirklich Scarf Moltres, wenn er Scarf Dingens hatte? Scarfin? Ach so, yo. Yo, das könnte. Wobei. Sah aber bis jetzt arg danach aus, als wäre es gescarft. Ja. Ich meine, zwei Scarfers. Also, einen sollte man sowieso eigentlich fast immer dabei haben. Aber. Intimidate, Toxic, Rapid Spin. Toxic. Kommt jetzt erstmal. Oh, er hat übrigens. Ah, die Rocks sind Oh. weg. Okay, aber er hat uns auch die Rocks entlastet, sage ich mal. Also Aber ist wir haben eigentlich. noch Slowking. Oh, stimmt, wir haben auch keinen Rocksetter mehr. Ja, und er hat seinen leider noch, aber den könnten wir eigentlich mit Close Combat. Nein, ich habe gedacht, er wird vielleicht Spirit Tomb versuchen reinzuwechseln oder so. Ja, wobei Close Combat würde nicht so viel Sinn machen auf Skullgirl. Ja, ah, schade. Ich habe einfach gehofft, dass ich vielleicht jetzt das reinwechseln kann. Earthquake, Wishen und dann mal gucken. Kobalion. Hallo. Kobalion, na, das sollte man eventuell, wobei, vielleicht wird auch die Rocks. Aber selbst wenn, Moonblast wird einfach nichts abziehen. Wobei. Hello, my name is Beyblade again. Okay, du könntest jetzt Gesichter einsetzen, weil jetzt wird der vermutlich Er wird ausgelöst. wieder ein Scorger wechseln. Obwohl, war der ist ja getoxic, das heißt, das gewinne ich irgendwann. Oder du haust Ich einmal mit. force halt einfach nochmal. Ja, Oh! perfekt. Und jetzt könntest du eigentlich. Machst du Rapid? Ich plus Ja. Commit einfach. Ja, würde ich auch sagen, weil. Ja, die Rocks sind jetzt nicht mehr so fatal. Jo.
Er hat aber anscheinend keinen Voltwechsel. Making so, plays. Ist auch noch sehr effektiv. Ich wusste jetzt nicht, dass Kampf auf Geist normal effektiv ist. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht resisted oder so. Nö, aber er ist auch nicht. Ja. Bodenaufflug auch nicht, ne? Ist auch normal, oder? Ja. Oh Mann. Ist Moltres, ist Moltres, ja. Steinkante jetzt. Komm, Hurricane, jetzt einfach, komm. Du U-Turns nicht. Ah, fuck. Alter, ey, dieser Mofo. Und jetzt wird er wieder Volt switchen. Ja. Oh, schön. Ist das das einzige Rotom, was Donnerblitz kann? Was? Warte, was laber ich denn? Nee. Warte, was hab ich da gerade? Nein, ich war gerade durcheinander, aber jedes Rotom kann ja einen. Ach du Kacke, du weißt, was ich sagen will, oder? Mit Leafstorm, Hydro-Pumpe und so. Das einzige Rotom, was Leafstorm hat. Ja, und das ein. Halt, jedes Rotom hat ja eine Attacke von einem Typen, so quasi, ne? Und ich dachte gerade, das wäre das einzige Rotom vom Typ Elektro, aber. Ich hab das gerade. Tja, dumm gelaufen. Ja. Yes, Prediction! Ja. Yes! Okay. Gut, auf jeden Fall schon mal einen. Er hat jetzt nur noch den U-Turner. Er hat nichts mehr für meinen Slowbro. Slowking. Slowbro. Okay. Heavy Runner. Ist auf jeden Fall gerade schnell unterwegs. Er wird jetzt wohl auf Moltres gehen und schade. Du hast. Nein! Aber er wird jetzt U-Turnen und das heißt, du kannst eigentlich wieder auf Fireblast gehen. Oder du machst Break. Ja, okay, oder du machst den. Und dann geht es wie Hurricane. Ah. Aber gut, das hat sich so ein bisschen gewendet wieder, weil es sah eben so aus, als hätte er die Oberhand, aber. Genau, jetzt muss ich spinnen. Ja, das war gut. Aber eigentlich muss das jetzt nur noch safe runterspielen, weil er kann wirklich nichts mehr viel machen. Ja, Gligar ist ein Problem. Ja, geht, er ist aber auch getoxic und so. Also ich sag mal so, wenn du eins schon mal ausgeschaltet hast, dann kann er ja nicht mehr oft, also wirklich so gut rausgehen und so weiter. Die Rocks wären halt eine große Hilfe für sein Moltres, ne? Ich möchte ihn jetzt Ironheaden und töten. Und töten. Oder du könntest Volt switchen. Das wäre nicht schlecht, ne? Mach den Overpredict. Nein. Weil der wird nicht drinnen bleiben wegen den Toxic, das zieht zu viel ab. Oder du könntest jetzt auch Close Combatten, aber du könntest auch Bewusst. Ich brauch das Ding, um zu gewinnen und oh! Alter, wie ist er denn drauf? Die Rocks wären doch gar. Okay, gut. Ich will mich nicht beschweren, ne? Moltres kommt jetzt rein. Die Rocks waren jetzt nicht so fatal auf unserer Seite und wir haben immer noch wir haben immer noch den Spinner. Ja, es war die Fatality. Was? Bitte? Egal. Ja. Was? Wie sind die schneller? Hat der die ganze Zeit. Was? Der hat uns die ganze Zeit verarscht. Das ist so kein Scarfer, oder? Das ist vermutlich. Keine Ahnung. Specs Motors? Ja. Boah. Ja, Specs würde hinkommen. Denke ich jetzt mal, weil wenn es nicht Scarfer. Das muss Specs sein, sonst wäre da schon Toxic oder so gekommen, oder nicht? Oh Mann. Also eigentlich. Ja, das scheint gewonnen zu sein. Yay! Ja, drei Kämpfe in 50 Minuten ist auf jeden Fall. Ja, ist ganz in Ordnung, denke ich mal. Ordentlich, ja. Oh, nein, hier ist noch gar nichts gewonnen. Doch jetzt. Okay, Specs Moltres. Ja, gut. Kann man auf jeden Fall machen. Boah, das nächste Mal nehmen wir ein offensives Team. Wir nehmen ein offensives Team, definitiv. Aber wir haben alle drei gewonnen. Eins war sogar richtig knapp und ich hoffe mal, euch haben die Kämpfe dann trotzdem gefallen. Ja, einigermaßen. Aber wir haben bis jetzt alle Kämpfe gewonnen, ne? Nein. Nee? Ah, nee, einen haben wir, glaube ich, verloren. Ja, genau. Wir stehen 6-1. Ach, 6-1, ja gut. Ist gut. Na gut, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Bis dann. Und ciao.